Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play, zu einem neuen Wir spielen. Und zwar spielen wir, für mich selber total überraschend, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, dass ich das eines Tages mal spielen werde. Und zwar haben wir uns dieses Mal für Minecraft entschieden, in der Java-Edition. Warum das so überraschend ist, obwohl Minecraft ein sehr, sehr bekanntes Spiel ist, liegt einfach daran, dass ich mich nie mit der Thematik Minecraft und auch nie mit Minecraft allgemein irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit der Geschichte, Materie oder alles, was dazu gab, habe ich mich nie beschäftigt. Na klar, ich habe Minecraft hier und da schon einmal gekauft für die Konsole, für meinen Sohn und ne. Aber ich habe selber nie gespielt. Na klar, auch bei ihm gesehen, wenn er es spielt. Aber mich nie damit beschäftigt. Ich habe auch hier und da meinen Controller in die Hand genommen. Jetzt ist es ja die PC-Version, aber ich habe auch hier und da meinen Controller in die Hand genommen und habe dann nochmal da den ein oder anderen Block mittlerweile, sonst habe ich immer Würfel gesagt, irgendwo platziert und auch hingestellt. Ich bin immer noch nicht sehr viel schlauer, aber wir haben uns jetzt halt letztendlich für Minecraft entschieden. Das Thema kam schon einmal auf bei uns und wir wollten vor Monaten mal sowas machen und haben ja auch viel Lego zusammengespielt und sind dann auch immer auf der Suche nach weiteren Spielen, aber die Zeit muss auch immer mitspielen. Aber haben uns dann letztendlich jetzt Tatsache für Minecraft entschieden, finde ich gut. Das heißt, wie ihr schon rausgehört habt, mein Sohn wird mitspielen. Ich werde euch gleich erzählen, wie das Ganze funktionieren wird und wie das Ganze laufen wird. Vorweg möchte ich sagen, wir haben uns bewusst gegen eine Kamera entschieden, weil wir glauben nicht, dass in diesem Spiel eine Kamera notwendig sein wird. Wird viele Momente geben, wo wir einfach nur bauen, ne? Wir werden das Ganze mal als Let's Play machen. Ich habe das Spiel natürlich auch schon im Internet bei vielen gesehen und bei vielen gefällt es mir einfach auch nicht, wobei jeder soll es spielen, wie er möchte, aber dieses Minecraft hat sich auch viel, viel zu diesem Fitnercraft entwickelt und verfälscht das so ein bisschen das Ganze, wo sie sich dann nur noch bekriegen und sowas, auch wenn es witzig ist und teilweise auch Spaß macht zu gucken, was nicht heißt, dass ich das oft gucke, aber ich habe es halt schon ein paar Mal jetzt gesehen bei ein paar. Und auch mein Sohn und so machen das teilweise, ne, dass die da irgendwie auf ihrer Map da sind und da irgendwelchen Blödsinn machen. Aber ansonsten würde ich schon ganz gerne das Spiel wieder so nutzen, wie es eigentlich mal ist. Und zwar ganz klassisch hier mit Abbauen und aufbauen und überleben, ne, so in diesem Modus. So ein bisschen Survival-mäßig möchten wir das machen. Und das ist auch der Punkt, wo ich gleich angrenzen möchte. Und zwar haben wir das so gemacht. Wir haben lange, lange überlegt, auch wenn ich jetzt hier die ersten Minuten sehr viel quatsche, haben wir lange, lange überlebt, ja, das haben wir schon, also ich schon 36 Jahre und mein Sohn schon ganze 14. Ich meine überlegt, wie können wir das Spiel jetzt so umsetzen, dass wir zusammen mitspielen können, dass es aber auch nicht zu schnell zu langweilig wird. Also hatten wir verschiedene Methoden überdacht. Wir hatten erst gedacht, wir spielen von Anfang an zu zweit, sind hier irgendwo, bauen uns auf und fertig, haben aber das Gefühl, vielleicht kann auch der ein oder andere sich dann in seiner eigenen Kreativität nicht ganz so ausleben. Vielleicht ist es auch viel zu schnell vorbei, denn doppelt oder zwei Leute auf der Map, doppelt spielen heißt auch doppelt farmen und das heißt auch, also doppelt so schnell farmen und das heißt auch doppelt so schnell aufgebaut. Das war der Gedanke dazu, warum wir uns dann gesagt haben, ist vielleicht nicht so das Geilste, nicht das Gelbe vom Ei. Dann hatten wir gedacht, wir machen das so, wir spielen immer parallel zueinander, also ich spiele, er spielt. Mit dem Hintergrund, dass wir nicht im selben Bereich auf der Map sind, sondern er ist in einem Bereich hier auf der Map und ich bin in einem anderen Bereich auf der Map. Und vielleicht mit viel Glück treffen wir uns dann hier irgendwo mal. So wie das Ganze dann ausgearbeitet wird, hatten wir uns da zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz überlegt. Das hat dann wieder ein paar Tage in Anspruch genommen. Ich habe mir Gedanken gemacht, er hat sich Gedanken gemacht. Und letztendlich, und das ist der finale Schritt gewesen, haben wir es dann so gesagt, wir machen das so. Ich spawne hier an einem Punkt und Eugenio spawnt an einem anderen Punkt. Und wir beide versuchen so lange zu überleben, wie es geht, bauen uns da selber auf, dies und das. Ganz klassisch, so wie so, du bist irgendwo in einer fremden Welt gestrandet. Und dann muss man da gucken, wie man hier überlebt und was passiert hier überhaupt und warum, wieso, weshalb, was mache ich hier überhaupt, warum bin ich hier und weil ich will hier gar nicht sein, ich will hier eigentlich weg, so nach diesem Motto. Haben wir extra dann dafür gesorgt, weil man ja hier auf der Map immer zusammen irgendwo ist, haben wir dann extra das so gemacht, dass unsere Charaktere, ohne dass wir es wissen, an andere Orte gestellt werden. Das hat dann einer aus unserer Familie gemacht, dass der uns an andere Orte bringt. Deshalb, ich habe keine Ahnung, wo Eugenio ist, er hat keine Ahnung, wo ich bin. Wir werden nicht darüber sprechen. Das zweite Problem war dann halt die Videos schneiden. Dafür haben wir dann jetzt auch extra jemanden, der das für uns macht, damit wir nicht sehen können,
ja, wo der andere halt ist, wo er sich befindet. Heißt für uns im Umkehrschluss auch, wir werden uns die Folgen halt nicht angucken können. Also ich werde sie nicht gucken können, er wird sie nicht gucken können. Weil ich dann vielleicht sehe, wo er sein könnte. Und das ist auch der nächste Punkt, wir werden das so machen. Heute die Folge, Folge 1, werdet ihr mich ein bisschen begleiten. Ihr werdet sehen, wo ich spawne, wir werden uns meine Umgebung so ein bisschen angucken. Wo ich bin, was kann ich hier machen, was ist der Plan, so der grobe Plan, was möchte ich hier aufbauen, was möchte ich hier hinstellen, was möchte ich hier überhaupt, was habe ich in der Umgebung, bla bla blub. Das ist die Folge 1 und in Folge 2 wird dann Eugenio übernehmen. Da werdet ihr dann sehen, wo er gespawnt ist, was ist seine Umgebung, was kann er da aufbauen, was ist bei ihm los. In Folge 3 bin ich dann wieder dran und wir bauen bei mir weiter. In Folge 4, dann ist er wieder dran und ihr baut bei ihm weiter. Folge 5 bauen wir bei mir weiter und so weiter. Und vielleicht bei Folge 700 treffen wir uns dann irgendwo mal und dann bauen wir gemeinsam irgendwelche Dinge auf oder vereinen unsere Bauten, je nachdem, wie weit wir auseinander sind. Wir haben zwar eigentlich darum gebeten, dass die uns hier nicht so extrem weit auseinanderstellen sollen, weil wir dann nicht wissen, ob wir jemals zueinander finden werden. Vielleicht finden wir aber zueinander. So, das dazu gesagt. Was gibt es noch zu sagen? Zu sagen gibt es noch, ich habe absolut keine Ahnung von Minecraft. Ich weiß nicht, was hier so großartig passiert. Ich habe diesen Kern des Spiels verstanden und ich habe auch die Demo ein paar Mal gespielt. Man kann sie halt runterladen. Jeder, der es nicht wusste, man kann sich die Demo da für PC runterladen und kann sie immer 1 Stunde und 40 Minuten spielen. Nach 1 Stunde und 40, zumindest in der Java-Edition ist das so, nach 1 Stunde und 40 kann man nichts mehr machen. Du kannst noch rumlaufen, du kannst aber nichts mehr bauen, nichts mehr abbauen, nichts mehr angreifen und sowas. Du kannst aber dann deine Map oder was du da gespielt hast wieder löschen und kannst dir neue 1 Stunde und 40 holen und fängst praktisch von vorne an. Ist jetzt nicht so geil, ne? Und auch nicht dafür gedacht, dass du dir hier einen Palast baust, sondern mehr dafür gedacht, vielleicht ein bisschen zu erkunden. Das habe ich getan, ein bisschen so das Bausystem verstehen. Was sehr, sehr komplex für mich derzeit noch wirkt. Das natürlich ändert sich das, aber aktuell ist es für mich alles noch sehr, sehr komplex und ich habe keine Ahnung, wie das alles so wirklich funktioniert. Ein paar Dinge, na klar, habe ich schon gesehen und auch rausbekommen in der Demo. Auch mein Sohn hat mir im Vorfeld ein paar Dinge erzählt, auch dass es hier Bosse gibt und die wir uns dann auch stellen wollen und, ne, und dass bei Nacht wohl auch Zombies kommen, aber das werden wir hier am Anfang, wenn wir starten, so einer noch nicht wissen, der Typ, den wir spielen. Ne, dann das weiß man ja nicht, wenn man auf irgendeine Map kommt. Deshalb hoffe ich, dass wir nicht direkt sterben und ich hier nicht irgendwie Scheiße baue. Ich will jetzt hier nicht aufwachen gleich da, wo die mich hingestellt haben. Aufwachen und mir gleich direkt eine Hütte bauen, weil ich weiß, oh, in 2 Stunden kommen Zombies. Das weißt du ja in der Regel nicht. Das heißt, wenn du irgendwo auf einer Map spawnst, du bist irgendwo gestrandet, es gibt ja auch einen Film davon, du bist irgendwo gestrandet auf einer einsamen Insel, keine Ahnung, wo du bist, warum bist du überhaupt hier, was ist passiert, keine Ahnung, wann ein Flugzeug abstürzt, wie auch immer, du bist hier gespawnt oder plötzlich gestrandet auf irgendeiner einsamen Insel in einer anderen Welt, die du nicht kennst, du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht, was passiert. Also wirst du versuchen zu überleben und dann baust du dir langsam Dinge auf. So ist der Plan für mich, so ist der Plan auch für Eugenio, wir haben das besprochen, er möchte das genauso machen, zumindest so ähnlich. Eugenio hat schon Ahnung von Minecraft, allerdings hat er es auch noch nie auf PC gespielt. Wir haben uns jetzt beide die Java-Edition geholt und er hat es selber noch nicht auf PC gespielt, aber sein Minecraft-Wissen ist halt schon sehr extrem, weil er Minecraft schon sehr, sehr oft gespielt hat. Er hat auch schon, ich weiß nicht, hat er mir letztes Mal, wie gesagt, auch schon 19.000 oder 21.000 Stunden Minecraft-Zeit oder sowas, ich weiß gar nicht, irgendwas hat er da letztes Mal gesagt, vielleicht erzähle ich auch gerade schon wieder voll Bullshit, aber ich glaube, dem war so. So viel zu diesen Minecraft-Regeln, die wir uns gemacht haben, zumindest den Spielmodus, den wir spielen wollen. Heißt, ganz kurz, wir beide spawnen an verschiedenen Punkten, beide arbeiten sich hier durch, beide versuchen zu überleben und im besten Fall werden wir uns hier irgendwann mal treffen. Wir spielen im Überlebensmodus, wir spielen auf einfach, zumindest vorerst, das reicht, weil ich möchte eigentlich den Schwerpunkt gar nicht so auf die Monster legen, sondern ich möchte den Schwerpunkt viel, viel mehr so auf das Bauen legen, da habe ich Bock drauf, ich möchte ein paar Dinge bauen, ein bisschen überleben, so Survival-mäßig. Und ich würde sagen, bevor wir weiter schnacken und ich mich hier noch weiter verrede, weil ich Angst habe, ins Spiel zu gehen und einfach nur Zeit rumkriegen möchte und habe jetzt schon 9 Minuten gelabert oder so, gehen wir rein, wir machen Einzelspieler. Denn Eugenio spielt über meine gleiche WLAN, über meine gleiche Internetverbindung. Wir wohnen im selben Haushalt, ne? Ist ja klar, ist mein Sohn. Wir spielen über dieselbe Internetverbindung, deshalb kann man das so machen. Hatten wir am Anfang auch Schwierigkeiten, wegen servermäßig, aber das geht. Kann ich auch gleich gerne nochmal zeigen, wieso. Ich möchte hier gar kein Tutorial draus machen oder so, aber vielleicht kann ich das für den einen oder anderen zeigen, der das noch nicht wusste. Was vielleicht auch gar nichts Neues ist für den einen oder anderen. Aber für mich war es komplett neu. Hab mir schon fast einen Server geholt mit Eugenio und dann im letzten Augenblick haben wir gesehen, oh, das geht auch anders. Naja,
Gut, wir gehen auf Einzelspieler. Unsere Welt heißt ganz bescheiden Am Arsch der Welt. Vorher hieß sie noch Am Arsch der Welt 3, aber wir hatten vorher zwei Testwelten, die wir gemacht haben, damit wir das, wie das funktioniert mit dem Multiplayer. Deshalb hatten wir vorher zwei andere Welten noch, die hieß Am Arsch der Welt und Am Arsch der Welt 2. Dann hatten wir Arsch der Welt 3, die haben wir letztendlich genommen. Und haben sie dann aber später umgenannt wieder in Am Arsch der Welt. Deshalb heißt sie jetzt, wir sind Am Arsch der Welt, oder Am Arsch der Welt heißt die Map. So, wir klicken drauf. Ausgewählte Welt spielen. Ich habe keine Ahnung, wo ich spawne. Ich weiß nicht, wo ich hingestellt wurde. Das weiß ich nicht. Ich stehe im Sand. Schön. Man spawnt doch gerne im Sand. Im Sand am Strand. Ich sehe auf dem ersten Blick sehr viele Berge. Warte, wir gucken mal, ob auch alles an ist jetzt. Einfach, jawohl. Hier ist alles an. So. Wir sind also irgendwo auf einer Sandbank. Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe den Ort hier noch nie gesehen. Ich weiß, das würde jetzt jeder sagen, der ihn wahrscheinlich schon gesehen hat, aber ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen. Sehr, sehr viele Berge. Ich würde sagen, wir schaffen uns erst einmal einen Überblick über das Ganze. Hier haben wir schon mal Zuckerrohr. Ich habe immer Bambus gesagt, bis mein Sohn dann gesagt hat, Papa, das ist Zuckerrohr. Ich werde hier noch nichts abbauen oder sowas. Ich gehe einfach mal hier jetzt den Berg hoch. Und vergib mir, wenn ich hier die ein oder andere Tastenkombination noch nicht kenne. Ich... Schweinchen. Bin hier ein absoluter Neuling, was Minecraft angeht. Ich möchte auch in erster Linie hier noch nichts töten. Jetzt erstmal nur hier hoch. Genau, um geht's mir jetzt. Hä? Bin ich umgeben von Wasser? Bin ich auf einer Insel? Da ist Lava. Und Gestein. Okay, aber unser Bereich hier ist scheinbar nicht. Da ist auch eine Sandbank. Unser Bereich hier ist scheinbar nicht mit dem Festland dort drüben irgendwie verbunden. Da sind Höhlen. Da ist auch irgendwas. Da sehe ich auch irgendwie rote Steine. Wie gesagt, ich würde gerne sagen, was das für Steine sind, aber ich habe gar keine Ahnung, was das für Steine sind. Deshalb kann ich dazu nicht viel sagen. Da haben wir nochmal Zuckerrohr. Und es scheint, als wenn wir auf so einer Insel sind. Wir sind gar nicht mit dem Festland verbunden, oder? Also, was heißt Festland? Mit diesen Bereichen da drüben sind wir einfach nicht verbunden. Hier auch nicht. Hier ist Stein oder so. Da ist wieder dieser Bereich, wo wir eben waren, also da, wo wir wach geworden sind. Ach, prima. Also wollen wir jetzt einfach an irgendeiner... auf irgendeiner Insel abgestellt. Vielen, vielen Dank dafür, mein liebes Familienmitglied. Ich möchte nicht sagen, wer es war. Ach du Scheiße. Ich werde hier einfach auf irgendeiner gottverlassenen Insel abgestellt. Ich will nur mal gucken, ob hier irgendwo noch ein Bereich war, der die da drüben trifft. Auch nicht, ne? Eieieiei. Okay. Oh, da geht's tief runter. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Och, ich wollte doch hier nicht runter. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, da durchzuschwimmen. Ob wir dann irgendwie da auf der anderen Seite wieder rauskommen. Naja, ich gehe nochmal zurück. Sonst bin ich gleich schon tot. Oh, geht schon los, siehste. Okay, jetzt habe ich natürlich super Voraussetzungen, hier rauszukommen. Muss jetzt leider hier mal kurz ein bisschen was abbauen. Wenn das denn geht, diese geht schon los. Ich treffe nicht mal den Stein.
Die erste Folge schon eine absolute Katastrophe. Und wir haben zwei Steine. Das wird aber irgendwie nicht reichen, um hier rauszukommen, oder? Schon sind wir am Arsch. Ach du Scheiße. Ich komme mit der Steuerung noch nicht ganz klar. Okay, da kann ich noch nicht drauf springen. Deshalb müssen wir den wahrscheinlich mal ein bisschen weiter unten ansetzen. Ja, schön ins Loch gefallen schon. So, so stehen wir erstmal im Trockenen. Dann können wir den vielleicht... Wo setzen wir den denn hier, oder? So, dann können wir hier ein bisschen Erde abbauen. Vielleicht kommen wir dann wieder hoch. Prima. So, ich glaube, wir sind gleich wieder draußen hier aus der Butze. Vergib mir. Geht schon super los hier, die Folge. So, prima. Schon wieder 5 Minuten in einem Loch verbracht. Was wir gar nicht hätten vielleicht machen müssen. Wir sind da einfach wieder zu blöd gewesen und reingeplumpst. Und wir stellen fest, dass wir Tatsache nicht mit den umgebenden Bergen und Festland da drüben irgendwie in Einklang sind. Also na klar, es ist kein Klacks, da drüber zu schwimmen. Ist jetzt nicht so was Weltbewegendes, da werden wir schon drüber springen, schwimmen können. Aber ja, zuerst einmal sitzen wir hier fest. Dann würde ich sagen, gucken wir uns erst einmal ein bisschen noch um hier. Da geht's auch lang. Da auch überall. Hui, es gibt mächtig viele Bereiche hier, wo man hin kann. Ich würde trotzdem sagen, wir bleiben unserer Insel hier, die wir haben, erst einmal treu und werden dann irgendwann mal gucken, was wir uns denn hier Schönes draus basteln können. Hier ist auf jeden Fall ein nettes Örtchen, sich vielleicht so ein kleines Strandhaus hier hinzubauen, obwohl der Strand vielleicht ein bisschen zu klein dafür wäre. Ich will jetzt aber auch kein Palast hinbauen und ich habe Angst, dass es Nacht wird. Ich will jetzt eigentlich auch kein Palast hinbauen, aber ein bisschen breiter könnte er vielleicht sein. Werden wir sehen. So ist vielleicht der Gedanke, der mir jetzt so als erstes einfällt. Ein kleines Strandhäuschen, damit man da irgendwie am Strand überleben kann und was machen kann. Wir müssen uns jetzt leider mal was zu essen holen. Und ihr könnt meinen Sohn gerne fragen, er wird euch das bestätigen. Ich hasse es, Tiere zu töten hier. Stirb. Stirb, du Sau. So, okay. Neue Rezeptur? Im Rezeptbuch. Okay. Hier geht's gut ab. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Rohes Schweinefleisch. Kann ich das essen? Oh ja, schön. Was habe ich hier noch? Weizenkörner. Gut, wir werden das Schwein hier auch leider nochmal töten müssen. Tut mir voll leid, du Sau. Hallo. So. Wieder rohes Schweinefleisch gekriegt. Angeln können wir wahrscheinlich auch. Eine Fische gibt es ja da auch. So, was ich dann immer noch ganz gerne eigentlich mache, und mein Sohn hasst es, wenn ich das mache, ist, ich baue mich immer ganz gerne mit meinen Blöcken aus Dreck nach oben. Habe ich in der Demo ganz oft gemacht, baue mich da immer ganz gerne nach oben, wenn ich genug Dreck habe, oder halt Erde, baue ich mich da ganz gerne mal hoch, um zu gucken, was habe ich hier für eine Umgebung, was könnte ich hier hinbauen. Ich weiß aber nicht, unser Dreck wird jetzt wahrscheinlich noch nicht reichen, um hoch genug zu kommen.
Das heißt, ein paar könnten wir hier noch gebrauchen. Bauen die nochmal ab hier. Warum mache ich das Ganze? Einfach, damit ich mir kurz einen Überblick über die ganze Insel hier verschaffen kann, da wo wir sind. Und jetzt müssen wir aufpassen, die Sonne geht unter. Und wir sind schutzlos. Auch da habe ich mich das eine Mal einfach nach oben gebaut, bis zum, also sehr, sehr weit hoch. Um einfach zu verhindern, dass die mich dort erreichen. Das war in der Demo. Da hat mein Sohn sich ebenfalls tot gelacht. Ich weiß, man kann sich vielleicht auch einfach irgendwo im Boden bauen, aber ich will mich jetzt nicht einfach irgendwo im Boden bauen und dann sieht man gar nichts. Dennoch sind wir gerade schutzlos. Und ich würde dann vielleicht schon mir noch ein paar Dreckklumpen hier mitnehmen. Der wollte gerade nicht kaputt gehen. Bevor hier gleich die Viecher alle kommen, bauen wir uns vielleicht gleich mal so einen 20er Turm. So. Flitzen schnell da hoch, bevor die hier gleich alle spawnen. Und dann werden wir vermutlich unsere erste Nacht... Oh, da ist schon eine Spinne. Oh, da ist ein Zombie. Oh. Ach, das war gar kein Zombie. Der sprengt sich weg. Was ist denn, ein Creeper oder so? Heißt der so? Ach du Scheiße. Warte, vielleicht kann ich auf den Baum gehen. Oh, weia. Ich komme da nicht hoch. Ach so. So, wir suchen Schutz im Baum. Ich weiß nicht, ob der uns treffen kann mit seinem Bogen. Dieser Skeletor da. Scheinbar sieht er uns nicht. Oh, da sind richtig viele. Stellen wir hier noch Dreckklumpen hin. Damit man uns da vielleicht nicht gleich erwischen kann. Oh, schön. Ich weiß, mein Sohn hat mir geraten, sich schnellstmöglich irgendwie ein Bett zu bauen, aber wie gesagt, ich möchte jetzt einfach auch so spielen, wie es Tatsache ist, und zwar, dass ich keine Ahnung davon habe. Unser Fleisch ist jetzt auch leer. War vielleicht jetzt nicht die dümmste Idee, sich hier so reinzubauen. Denn scheinbar werden wir hier nicht gesehen. Aber wie gesagt, so wäre es ja, also ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet, aber ich wäre da jetzt schon so, dass ich mir hier irgendwo einen Platz suchen würde und wenn ich mich irgendwo in so einer Baumkrone verstecken muss, damit ich nicht gefressen werde von irgendwelchen blöden Zombies, dann mache ich das natürlich und auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein bisschen langweilig wird, ist es ja trotzdem ein Stück weit realistisch. Auch wenn ich jetzt nicht die aufregendste Folge habe, ist mir aber eigentlich auch relativ... Keiner ist gezwungen, sich das anzugucken, aber ich möchte es halt, wie gesagt, so spielen, ein bisschen realistisch. Wir sind in einer Welt, an einem Strand, irgendwo am Arsch der Welt wach geworden, haben keine Ahnung, was hier los ist, haben jetzt erfahren, dass es hier scheinbar auch Zombies, Monster und alles mögliche gibt. Wir sind irgendwo in einer Traumwelt wahrscheinlich. Haben jetzt das Weite gesucht und dann heißt das jetzt für uns im Prinzip, dass wir uns schnellstmöglich eine Hütte bauen müssen, damit wir überleben können. Irgendwie. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir das anstellen werden. Ob wir uns Tatsache erstmal irgendwie, na klar, Holz beschaffen, das ist so, ne, das wird dann auf der Liste ganz oben stehen. Dass wir uns irgendwo Holz beschaffen. Da drüben haben wir ja so ein bisschen was, wo wir uns was holen können. Holz beschaffen und ob wir uns dann erstmal irgendwo so eine kleine Hütte hinstellen mit Tür, wo wir dann zur Not reinlaufen können, vielleicht mit einem Bett. Und uns dann aber daran machen zu gucken, was wollen wir hier mit unserer Insel anstellen, die wir hier haben. Ich habe schon so einen groben Plan im Kopf. Vielleicht die Insel so ein bisschen mit einer großen Jagdhütte, ein bisschen Wald drumherum machen, sowas in der Art vielleicht. Mit so Treppe runter oder Steg runter zum Strandhaus dann. Deshalb müssen wir da vielleicht ein bisschen breiter machen, weiß ich noch nicht so genau. Aber so wäre jetzt mein grober Plan. Ich weiß aber nicht, ob der aufgeht, weil ich auch noch keine Ahnung habe, was gibt es hier eigentlich alles.
Aber wie gesagt, so könnte ich mir das vorstellen. Ich weiß nicht, was man hiermit macht. Mit Weizenkörnern. Die pflanzt man wahrscheinlich irgendwo im Boden. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Und ich sage es gerne noch einmal, es tut mir leid, dass wir uns jetzt hier so die Nacht angucken müssen und irgendwo im Baum hängen, aber ich, wie gesagt, lasst mir gerne da, wie ihr das machen würdet, im Real Life, meine ich. Und ich bin mir sicher, keiner von... Was war das? Ich dachte gerade, irgendwas kommt da. Und ich bin mir sicher, keiner von euch würde irgendwie hier in die Zombies einfach reinlaufen und mit denen kämpfen. Na klar, hätte ich jetzt auch noch so machen können, dass ich hingehe und so einer so, guten Tag, wer sind Sie, denn können Sie mir helfen? Und dann beißt er mich oder so, wie so richtig dumm in den Filmen immer oder Spielen oder andere Spiele, ne? Da immer dieses, Mensch, der sieht ja eigentlich noch ganz normal aus, obwohl schon voll der zerzauste, stinkende Zombie ist und sieht gar nicht mehr so gut aus und dann wird man gefressen. Das hätte ich jetzt auch machen können, aber ich glaube schon, dass man das in echt erkennen wird, wenn da einer, der tot ist und rumwandelt, auf dich zukommt. Solange wir ja nicht komplett frisch ist, aber die waren ja schon grün hier, die Jungs. Und ich glaube, dann ist man schon gewillt, seine Beine in die Hand zu nehmen und irgendwo seinen Allerwertesten in Sicherheit zu bringen. Und das würde ich auch hier tun, habe ich hier getan. Auch wenn es jetzt langweilig ist und wir ein bisschen Zeit haben zum Quatschen, bis es wieder hell wird, wird uns so in der Form vielleicht nicht nochmal passieren, zumindest nicht so schnell. Oh, oh. Ich glaube, ich höre ein Skelett. Ja. Irgendwo ist der hier. Ich will aber eigentlich gar nicht wissen, wo. Da ging irgendwas. Warte, wie bücke ich mich nochmal? Das ist aber ein Zombie. Wie gesagt, ihr seht ja, der ist ja total grün im Gesicht. Ach, da ist er. Und ich glaube schon, dass wenn ich auf der Straße irgendwo lang gehe und ich sehe da einen, der nur noch Skelett ist mit einem Pfeil und Bogen in der Hand, dann würde ich mich schon vom Acker machen oder ich sehe hier irgendwo einen mit zerfetzten Klotten, der grün ist und den Körperteile fehlen und irgendwo Bisswunden, allgemeine Wunden, aufgekratzt ist bis zum geht nicht mehr, der schimmelt schon im Gesicht. Dann wäre ich schon sehr, sehr gewillt abzuhauen. Da seht ihr ja, ne? Der sieht ja nicht gesund aus. Das hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Zombie oder es ist ein Mann mit Männergrippe. Die sehen dann genauso aus. Ah, schön. Und bei den Skeletten kann man vielleicht sagen, vielleicht ist das deine Freundin, die gerade wieder ihre Diät durchgezogen hat und sich jetzt vorstellt, dass sie so aussieht und du musst sie einfach so sehen, weil sonst läufst du Gefahr, dass sie dir die Löffel langzieht. So, ich hoffe dann, dass es auch gleich wieder hell wird, damit wir hier irgendwie anfangen können, was aufzubauen, denn die Folge ist ja auch nicht mehr besonders lang jetzt. Wir sind jetzt hier schon bei 27 Minuten ungefähr. 28. Eine Spinne könnte hier ohne Probleme hochkommen, ne? Ja, den Blitzeinfall jetzt hier mit dem Baum, der kam spontan. Den habe ich vorher noch nie so gemacht. Sonst habe ich mich immer einfach mit so Dreckklumpen bis zum Himmel gebaut. Auch wenn das nicht ganz so realistisch ist, deshalb bin ich ganz froh, dass wir jetzt diesen Weg hier gefunden haben. Und wir dann gleich weitermachen können, da es wird hell. Jawohl, dann können wir gleich schon mal losgehen, die ersten Holzdinger sammeln. Ich möchte das aber ungern jetzt hier direkt auf unserer Insel machen, weil ich noch gar nicht genau weiß, wie wir das hier aufbauen. Deshalb werden wir hier gleich auf jeden Fall nochmal ganz hoch gehen auf unserem Baum. Und uns angucken... Und uns angucken, wie wir das hier alles am besten machen. Boah, hier sind richtig viele. Aber sie scheinen uns hier in der Baumkrone wirklich nicht zu sehen. Vielleicht bauen wir uns einfach ein Baumhaus. Also Leute, wie gesagt, man hat immer schon gelernt, ne? Bei Blitzen stellt man sich nicht unter Bäume oder geht in Bäume, denn sonst wirst du getroffen. Aber bei Zombies ist das ein guter Ort. Da
Da kann man dann ruhig mal in die Baumkrone klettern und seinen Arsch in Sicherheit bringen. Und ich glaube, mit Arsch der Welt trifft das hier schon ganz gut. Ich meine, wenn man hier so rumguckt, man ist ja hier wirklich irgendwie am Arsch der Welt. Da hinten würde mich noch interessieren, was das ist. Da sind die Steine nämlich so rot. Keine Ahnung, was das sein soll. Wäre jetzt natürlich mit Eugenio leichter. Geht die Sonne nicht auf? Sterben die nicht, wenn das Tageslicht wird? Zumindest, wenn die Sonne kommt? War das nicht so? Gut, ich sehe noch keine Sonne, ne? Großartig. Wir hängen im Baum fest, werden hier elendig verhungern und die Monster lauern hier auf uns. Das ist wahrscheinlich so Morgentau jetzt, ne? Wenn man so guckt, ich glaube, der Berg wird immer weiter deutlich, dass der Nebel so ein bisschen verschwindet. Oder ich habe eine totale Meise, das kann natürlich auch sein. Ist nicht selten, dass ich solche Erkenntnisse ziehe, die dann vollkommen Blödsinn sind. So, ich möchte ganz gerne noch weiter hier unten bleiben. Warum verschwinden die denn jetzt aber nicht? Ist das jetzt einfach nur so der Bereich, wo es morgens ist und die Sonne kommt noch? Oder gibt es heute einfach nur keine Sonne und wir werden einfach, da oben sieht man schon, das ist Kohle. Da auch in dem Berg. Vielleicht nicht so dumm, da mal auch mal einen Besuch hinzubringen. Aber erstmal, wie gesagt, möchte ich mir, ich glaube, wir machen das folgendermaßen. Wir holen uns Holz. Was ist denn das? Was war das? Was ist das? Die sind zu zweit unterwegs und die haben so eine Flagge mit. Und die Zombies sind hier noch. Ach, heute ist ein regnerischer Tag. Aber Zombies sind denn hier? Sind jetzt nur noch diese Viecher? Und die sprengen sich, ne? Zombies sehe ich aber keine. Schafe sind auch wieder da. Okay, ich würde sagen, wir versuchen darüber zu kommen, uns ein paar Bäume zu schlagen. Damit wir uns vielleicht hier anfangen können, irgendwie eine kleine Hütte zu bauen. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum die Viecher noch da sind. Ich dachte, sie verschwinden, wenn es Tageslicht wird. Na gut, dann können wir uns wohl nicht mal mehr tageslichtmäßig ohne Sorgen bewegen. Au. Ich weiß nicht, kommt der uns hinterher? Okay, der hat's versucht. Ich weiß aber nicht, wie er heißt, ob es ein Creeper ist oder. Warte, ich nehme mal diesen hier. Und da ist ein Schaf. Ist vielleicht auch nicht so dumm, sich schnellstmöglich ein Bett irgendwie zu bauen, damit wir, falls wir sterben, hier wieder spawnen. Trag das hier mal alles ab. Den Baum vielleicht auch mal ein bisschen, warte. Ich möchte den jetzt ungern, Weizenkörner, ungern einfach so stehen lassen. Schön mit den Weizenkernern hauen wir hier den Baum kaputt. So, wir holzen den natürlich komplett ab hier. Auch wenn man es vielleicht nicht muss, aber ich möchte das so. Oh, Musik ist jetzt auch wieder da. Ich hoffe mir nämlich auch, dass wir vielleicht so ein paar Dinge kriegen, dass wir auch neue Bäume pflanzen können. Da
Da ist ein Stock oder so gewesen. Ist jetzt nicht so mega spannend, ne? Aber es gehört halt dazu. Was ist das? Aha, was ist das? Ich glaube, das ist ein Händler oder sowas, ne? Ich glaube, irgendwas hat mein Sohn mir mal gesagt. Keine Ahnung, was er da macht. Ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Oder gehen wir hin? Hallo? Ah, okay. Da können wir Dinge tauschen, das wollen wir nicht. Zumindest noch nicht. Ich bin jetzt erstmal gewillt, mir vielleicht das Schaf da zu holen. Damit wir ein bisschen Wolle haben für unser Bett. Das hat mein Sohn mir auch als Tipp gegeben. Tut mir leid, Schaf. Ich habe ihn gefragt, ob man das nicht irgendwie auch machen kann, ohne dass ich das Schaf töte. Er hat zu mir gesagt, das geht nur, wenn du eine Schere hast. Deshalb tut mir das wirklich leid, Schaf. So, ein bisschen Fleisch ist auch gleich dabei. Dann nehmen wir das Schwein hier noch mit. Ich bin treffsicher. Man sieht, ich bin eigentlich ein Stadtjunge. Ich habe hier keine Ahnung, wie man Schweine tötet. Kaufe ich mir normalerweise irgendwo im Supermarkt. So. Dann können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Akazienholzbretter? Ja, die machen wir natürlich. 36 Stück sind das. Ich weiß noch nicht, ob die reichen werden. Denn wir brauchen ja noch ein paar Stöcker. Deshalb schlagen wir uns nochmal einen Baum. Wobei wir vielleicht auch erstmal eine Dings machen könnten. Eine Axt. Ach ne, da brauchen wir eine Kiste, ne? Da brauchen wir eine Werkbank für. Wie war die nochmal? So, ne? Jawoll. So, dann haben wir schon mal eine Werkbank. Warum ich das weiß, ist einfach aus der Demo. wir nutzen gleich die Werkbank. Mal. Stellen sie hier hin. So, Bob. Dann machen wir uns laut Rezeptbuch eine Axt. So. Das macht das Bäume schlagen leichter. Können uns nochmal so ein paar Stöckchen hier machen. So. Können wir nochmal ein paar machen eigentlich. Machen wir mal 5 dahin. Wir werden eh gleich noch was schlagen müssen. Dann haben wir 4. Ah, 24, so scheiße. 28, machen wir es so. 12 dazu, sind 36. Das reicht uns. So, dann nehmen wir unsere Axt. Hacken unsere Kiste wieder klein, damit wir sie mitnehmen. Und ich glaube, es wird schon wieder Nacht. Ich hoffe es natürlich nicht, denn wir haben es nicht geschafft, uns irgendwie eine Hütte zu bauen. Ansonsten werden wir nochmal auf unserem Baum da hinten laufen. Ich weiß nicht, verschwindet der Baum alleine? Muss ich die Blätter hier abklatschen oder nicht? Ich weiß es nicht. In der Demo habe ich es halt immer so gemacht, weil ich es mega blöd fand, dass da jetzt einfach so die Blätter in der Luft rumhängen. Deshalb möchte ich das hier schon eigentlich, dass das weg ist. Aber ich glaube, die mache ich gleich mal besser ohne meine Axt, sondern mit der Hand. Oder hiermit. Aber da ist gerade, glaube ich, selber was weggegangen, ne? Da auch. Ich glaube, die verschwinden teilweise schon selber. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Ja, Tipps bin ich immer dankbar, ne? Wenn irgendjemand da das ein oder andere hat, was ich wissen sollte, gerne her damit. Bei mir, aber auch bei Eugenio könnt ihr das gerne tun. Meine Zeit ist jetzt auch schon um.
Für Folge 1 meine ich. Oh, ich mach's schon wieder mit dem Mann. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich möchte das hier einfach nur mal kurz wegmachen und in der nächsten Folge bauen wir dann die Hütte. Zumindest so eine kleine erstmal. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Türen gibt, die wir da schon einbauen könnten. Ich habe noch nichts gebaut in Minecraft. Eigentlich traurig. Das ist, als hättest du bei FIFA noch keinen Fußball gespielt. Aber ich habe es wirklich noch nicht. Ich habe noch nichts gebaut hier irgendwie in der Demo oder sonstiges. Hab hier und da mal irgendwo ein Block hingeklatscht, aber jetzt nie was Großartiges gebaut. So. Der Rest kann stehen bleiben. Die Sonne geht jetzt unter. Das heißt, wir laufen jetzt rüber zu unserem Baum. Und versuchen dann erst einmal in unserem Baum zu überleben. Wenn ich nur wüsste, wo das war. Scheiße, wo war das? Da. Hab das Bambus gesehen. Oder Zuckerrohr, Entschuldigung. Na gut, wird mein Sohn die Folge hier nicht sehen, sonst wird er mich, oder zumindest vorerst nicht sehen. Sonst wird er mich wieder anmachen. Und sagen, das ist Zuckerrohr, das ist kein Bambus. So, schnell darüber. Essen haben wir ein bisschen. Wir werden die nächste Nacht leider nochmal auf dem Baum verbringen müssen. Ist leider so. Oh. So, wir gehen da hoch und machen den auch wieder weg. Auch wenn uns hier wahrscheinlich keiner sehen wird. Man weiß es ja auch nie so genau. Guck, da ist schon der Erste, der sich wieder anschleicht, der erste Penner. Ich mach das hier wieder so. Wie so einen kleinen Schützengraben im Krieg, den man Gott sei Dank nicht mehr braucht heutzutage. So, okay, Freunde. Lasst mir gerne was da. Ich würde mich freuen, keine Ahnung. Bock auf Minecraft habe ich auf jeden Fall. Ich habe aber, muss ich gestehen, warte, ich pfeife nochmal kurz ein Steak rein. Ich muss aber gestehen, ich habe mehr Lust, einfach Sachen zu bauen und weniger Lust, mich hier durch die Gegend zu kämpfen. Aber es gehört halt dazu, so ist das Überleben hier im Dschungel, hier irgendwo in einer gottverlassenen Welt. Musikmäßig, ich werde jetzt hier nichts einbauen, sondern rein so machen, wie es Minecraft hergibt. So ist das Spiel nun mal. Ich werde jetzt hier nicht irgendwelche Songs raussuchen, zumindest vorerst nicht, die ich hier zuklatsche, damit sie hier zwischenpassen oder ne. So ist ja der Spielsound. Können sich einige dran gewöhnen, wenn ihr irgendwo mal landet ohne Spotify, dann seid ihr auch nicht gleich am Arsch, sondern ihr werdet trotzdem um euer Überleben kämpfen, egal ob ihr da jetzt irgendwas von den Spice Girls im Ohr habt oder so von den Backstreet Boys irgendwas, ihr werdet trotzdem euch durch die Gegend kämpfen. Gut, die Folge ist schon wieder viel zu lang geworden, so lange sollte sie gar nicht werden. Morgen kommt die Folge von Eugenio, dann könnt ihr sehen, wo er gespawnt ist. Übermorgen sehen wir uns dann mit meiner Folge hier weiter, wie es bei mir weitergeht, und so wird das im Wechsel immer weitergehen, habe ich am Anfang erklärt, deshalb geht die Folge auch hier ein bisschen länger. Wie gesagt, morgen Eugenio, ich wünsche Eugenio viel Spaß in seiner Folge, in seinem Experiment, in seinem, was er auch immer da tun möchte, wird oder whatever. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge bei Minecraft wiedersehen. Morgen geht's schon direkt weiter, allerdings mit Eugenio, übermorgen bin ich dann wieder dran. Aber das hat ja nichts zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei Eugenio reinguckt und da was da lasst. Der kann das Spiel viel, viel besser wie ich. Deshalb würde ich mich da extrem freuen. Okay, dann habt viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Spiel, genauso wie ich. Und ja, im besten Fall sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Wir spielen Minecraft. Freunde, ciao, ciao.